Was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wo ihr meiner Meinung nach die besten Hosen findet oder generell einfach ein paar Seiten, wo ihr coole Hosen für euch findet. Geht hier vor allem um Baggy-Hosen, breit geschnittene Hosen, weil das eigentlich so mein Film ist und ich hoffe, ihr könnt was aus dem Video mitnehmen. Ganz kurz am Anfang wollte ich noch sagen, es werden bestimmt einige Hosen oder Shops vorgestellt, die ihr schon kennt. Aber ich wollte hier einfach nochmal so eine kleine Zusammenfassung sozusagen geben, dass vielleicht der ein oder andere hier eine Inspiration findet. Und ja, ich packe euch alles, was ich hier anspreche, in die Bio. Ich verdiene da nichts, so weit ist es noch nicht. Also ihr könnt es gerne abchecken. Und da würde ich sagen, let's go. Kurz vorab, ich habe das Video in, ich sag mal, Kategorien aufgeteilt. Ich fange an mit Basic-Hosen, wo ihr eben Basic-Jeans, Basic, ja, Cargos und sowas finden könnt. Preislich liegen wir da bei 30 bis über 100 Euro, also da ist alles dabei. Und ich würde sagen, let's go. Wir fangen an mit einer Jeans von Weekday. Ich schaue auf meinem Handy, weil ich habe mir hier Notizen gemacht. Die kostet 60 Euro, die heißt Galaxy. Sieht sehr cool aus, finde ich. Hat eine simple, helle Waschung. Ich habe sie persönlich noch nicht in Händen gehabt oder angehabt oder anprobiert. Ich habe jetzt einfach ein bisschen im Internet recherchiert, was cool aussieht auf den Bildern. Ob ihr die dann bestellt oder nicht, muss dann eben euch überlassen sein. Aber ich denke, als Anstoß kann es ganz hilfreich sein und man kann dann mal vorbeischauen. Weiter geht's auf der Seite DevShop. Ja, DevShop mag dem einen oder anderen was sagen, vor allem von Flair, Miguel Pablo oder sonst was. Aber ich muss sagen, die haben eine echt coole Baggy-Jeans-Sektion, die auch gerade aktuell im Sale ist. Ich blende euch hier mal ein paar Bilder ein, entweder da, irgendwo. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall mal vorbeischauen, da hat es eine relativ große Auswahl an Baggy-Hosen, die wie gesagt eben gerade im Sale sind und deswegen kann man sich die auf jeden Fall gerade leisten. Ansonsten haben wir natürlich noch Carhartt und Dickies im Angebot, ja, diese ganzen Standard-Sachen, Levi's, aber ich denke, darauf brauche ich euch eher nicht hinweisen, weil ich denke mal, da kommt man auch selber drauf. Außerdem lohnt es sich auch mal bei Jaded London vorbeizugucken. Ja, es ist sehr, sehr überlaufen aktuell, diese Marke, diese Seite. Aber trotzdem finde ich, dass es auch echt coole Teile da gibt. Und ich habe auch mir persönlich vor kurzem was von Jaded gekauft. Deswegen, ja. Dann habe ich noch eine von ASOS für euch. Eine ASOS Design Baggy Jeans im Vintage Blue Wash with Tint heißt die jetzt hier. Ja. Kostet 31,99 Euro, ist, finde ich, auch echt ganz cool. Also auf den Bildern sieht sie zumindest gut aus. Ich würde sie ein bisschen anders stylen, aber schaut gerne mal vorbei. Link dazu auch in der Bio. Dann machen wir weiter mit Cargos. Ja, Cargos sind ja aktuell auch sehr im Trend. Schon etwas länger, aber immer noch, würde ich sagen. Und ich glaube, Cargos bleibt noch eine Weile, ich sag mal, im Trend. Viele sagen ja schon, die werden zu überlaufen, aber ich finde Cargos einfach extrem nice und trage die auch noch sehr, sehr gerne. Auch wenn ich eher Basic Cargos trage, wie zum Beispiel von Dickies und Carhartt. Ja, das kennt aber, glaube ich, auch inzwischen jeder. Die findet man eigentlich auf gefühlt jeder Seite, wo es Hosen gibt. Zalando, ASOS, glaube ich auch, weiß ich gar nicht genau. Alle möglichen Skate-Shops bieten die an und so weiter und so fort. Wer auf etwas ausgefallenere Cargo steht, kann gerne mal bei deutschen Streetwear-Brands wie Enemy Earth, von denen ich übrigens auch gerade ein Shirt trage, oder Vested vorbeischauen. Vested, wie man es auch immer ausspricht, ich weiß es nicht genau. Die allerdings nicht immer verfügbar sind. Ja, da müsst ihr eben schauen, wann die neue Teile rausbringen. Aber ich verlinke euch mal deren Instagram-Accounts unten, dann könnt ihr da einfach up-to-date bleiben, wenn ihr denen folgt und die Stories schaut. Dann machen wir weiter mit, ich sag mal, Workpants, worunter für mich jetzt einige Arten von Hosen fallen, sei es jetzt Double-Knee-Pants, irgendwelche speziellen Rip-Step, was weiß ich, wie die Pants heißen, keine Ahnung, Hosen oder ganz normale Workpants eben. Da schaut ihr am besten auch bei Carhartt und Dickies. Klar, sind auch relativ bekannt, tragen viele, aber die Qualität ist solide, ja, man zahlt nicht unbedingt zu viel und ihr kriegt die eigentlich immer. Generell würde ich euch empfehlen, auch mal auf solche Skate-Shops zu stöbern, auf Online-Seiten von irgendwelchen Skate-Shops. Da packe ich euch auch mal ein paar Links in die Beschreibung, wie zum Beispiel Titus, Skate Deluxe oder ein in Stuttgart ansässiger Shop, Arrow and Beast. Der bietet extrem krasse Sachen an, die man auch nicht so oft sieht, auch ein paar fancyere Hosen, sage ich mal. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal, da vorbeizuschauen. Zu guter Letzt kommen wir noch zu Hosen mit, ich sag mal, einem Special Print oder die etwas ausgefallener sind.
da gibt es natürlich in erster Linie Läden wie Jade London, ja, klar, kennt ihr schon, aber wie gesagt, die bringen ja auch immer wieder neue Sachen raus und neue Collection von denen sieht auch echt teilweise cool aus, finde ich, auch wenn ich mir davon jetzt nichts geholt habe. Dann könnt ihr auch auf ASOS oder ASOS generell mal schauen, ob ihr da was findet. In Vintage Instagram Stores, wie zum Beispiel bei Drip Shop Vintage, die haben extrem coole Sachen am Start, auch ausgefallenere, seltenere Hosen, auch zum Beispiel Sean John, Velour Hosen, Vintage, wenn ihr darauf steht, sind natürlich keine Jeans oder sonst was, aber viele mögen das ja auch und suchen, ich sag mal, ja, Sean John Anzüge und Hosen, die findet ihr auf jeden Fall auch da, ich packe euch mal ein, zwei Links von Shops, die ich kenne und aktiv verfolge, in die Bio. Außerdem könnt ihr gerne mal bei der Marke Hellas vorbeischauen, also Hellas sowie Griechenland, mehr oder weniger. Die ist auch eine Skate-Marke, die auch auf Arrow & Beast, dem Skate-Shop, vertreten ist, aber hat auch eine eigene Webseite. Die machen zum Beispiel auch richtig coole Jeans, wie die hier zum Beispiel. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, ist aber etwas teurer. Wie gesagt, nicht für jeden was dabei, aber schaut gerne mal auch da vorbei. Außerdem kennt ihr das doch bestimmt, wenn ihr gerade durch Instagram-Stories scrollt und dann kommt irgendeine Werbung von irgendeiner Instagram-Seite, ja. Schaut auch einfach mal auf den ihren Webseiten vorbei. Oder auf den ihren Shops. Es kann auch sein, dass es einfach irgendeine Billigware ist, aber manchmal entdeckt man da echt, echt Schätze, muss ich sagen. Habe ich auch schon ein, zwei Sachen entdeckt, die echt, ja, krass gut aussehen und die man so sonst kaum findet. Deswegen checkt einfach mal auch diese Instagram-Werbungs-Shops aus. Manchmal lohnt es sich, manchmal findet man da irgendwas, was man sonst eben nie findet. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, drückt gerne einen Daumen hoch. Folgt mir, es werden jetzt regelmäßig Videos kommen. Ich habe einiges geplant, einige Projekte. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Peace out, Ryan. Ciao.